Ja, wir sind seit Montag hier in Kloten bei herrlichem Wetter für die Jahreszeit und wir haben eine intensive Woche schon hinter uns. Nicht nur, dass wir natürlich auch vom Training her wie immer intensiv dabei sind, sondern auch viel Medienpräsenz war, viele andere diverse Termine, sprich Fotoshooting. Ja, die Mädels sahen ganz toll aus, waren toll gestylt und gestern noch für diverse Sponsoren gewisse Vorbereitungen für die EM getroffen. Also wie gesagt, sehr, sehr intensiv. Aber mit viel Freude sind wir das angegangen, so wie eigentlich alles. Stimmung ist sehr gut. Leider haben wir ein paar Spielerinnen, die verletzungsbedingt nicht dabei sind, jetzt im Spiel gegen Norwegen, zu dem wir ja morgen abreisen, sondern ja schon mit kleinen Blessuren angereist sind. Aber aufgrund dessen, dass wir sie alle hier sehen wollten, haben wir sie auch dazu geholt. Einige sind schon wieder abgereist. Jetzt hat sich leider Miriam Tertsche noch ein bisschen verletzt, also sie wird auch nicht mitgehen. Aber wir haben genügend Spielerinnen, wir haben gerade noch ein gutes Spiel gemacht, eine gute Qualität und freuen uns jetzt auf den Weg nach Norwegen. Die Mannschaft wird morgen alleine fliegen, also nicht ganz alleine, sondern ohne Trainer, weil Simon Steiner und meine Wenigkeit nach Holland fliegen werden, wollen uns morgen das Spiel der Niederlande ansehen gegen Frankreich, ist ja bekanntlich einer unserer Gruppengegner, werden dann am Samstag dem Team hinterherreisen, freuen uns dann auf ein etwas kälteres, doch wunderschönes Norwegen und werden dann sicherlich am Montag in Norwegen ein sehr, sehr gutes Spiel gegen einen sehr starken und im Moment auch sicherlich wieder aufstrebenden Gegner sein, der uns fordern wird auf allen Positionen. Ja, dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt.